aus dem Internet von der British Library. Hier hat man die Möglichkeit, Bücher anzusehen, die man sonst nicht zu Gesicht bekommen. Sehr rare Bücher, die unter Verschluss sind, sehr wertvolle Bücher, aber in einem Umfeld, das sehr, sehr, sehr interaktiv und reich ist. Dies wird jetzt live geladen. Gut, ich habe eine schnelle Leitung, aber es ist live, wird es vom Server gestreamt auf meinem Rechner und das Buch wird mir dann dreidimensional dargestellt. Ich kann nun hingehen und die Seite wirklich anfassen und umblättern. Ich kann hineinzoomen, wenn mir etwas gefällt. Ich kann eine Lupe nehmen, die über mein Buch ziehen. Ich kann mir zu meinem Buch, ich kann es frei verschieben natürlich, ich kann mir zu meinem Buch Textpassagen, Notizen anzeigen lassen und hier sehen wir auch wieder eine Stärke von der Windows Presentation Foundation. Dieser Text, diese Applikation entscheidet selber, wann sie Text in Spalten darstellt, wann nicht. Wenn ich den Text vergrößere, dann macht sie eine oder zwei Spalten, sonst drei. Hier, wenn man das von Hand ausprogrammieren müsste, ein bisschen Horror. Hier im WebHack kann das ein Designer machen, indem man Parameter setzt und das muss man nicht.